So, da habe ich mich stark hoch improvisiert. Aber das da hinten, das sieht auch unglaublich hübsch aus. Na, wer weiß, vielleicht hoch. Vielleicht baue ich ja mal an so eine außergewöhnliche Stelle mein Hub oder irgendeine Firma oder so. Also irgend so ein Konstruktor, Manufaktor oder sowas. Wer weiß. Wäre bestimmt auch cool, wenn es irgendwann eine Methode gäbe, dort eine Art Wasserrad anzubringen und dann huch, von dem, das war knapp, von dem, von der Power zu, um von der Power zu profitieren, die dann dieses Wasserrad da schaffen würde. Okay. Ich bin oben. Ja, hui. Oh Gott, ich darf bloß nicht runterfallen. Alles klar. Ach so, genau. Ich wollte ja mal von hier oben runter gucken, ob ich da noch irgendwas sehe. Ein Fundament oder so. Da unten. Okay, das ist zu niedrig, aber also zu weit unten. Okay, und jetzt muss ich wieder dahin. Okay. Mein lieber Mann, ey. Ja gut, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich den Scheiß von da weiter hochkrieg. Weil, ne? Ist ja wichtig. Ich meine, klar, ich könnte mir jetzt auch das ganze Rohöl nehmen, mich an die Werkbank stellen und den Kunststoff dort herstellen und so weiter und so fort. Aber, das scheint mir gerade doch zu mühselig. Hey, knack. So, okay, schauen wir doch mal.
Also 21 minus, also 75 minus 21 sind 54. Ja, 54. Ja gut, jetzt habe ich einen zu viel, aber was soll's. Nee, okay, das geht jetzt gerade nicht. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wir machen das mal kurz so. Hier die Verbindung trennen. Und dann. Ist irgendwie so eine Mücke oder so rumgeflogen. Im Dezember. So, okay. Machen wir das mal so, dass wir in den hier alles einlagern, was ich mit mir rumschleppe. Obendrauf noch einen. Ach ja, richtig. So. Okay, das war easy peasy. So, okay, ich glaube, wir machen das so, da oben wieder drei Öffnungen. Na, also so eine Wand mit drei Öffnungen für Fließbänder, Laufbänder. Denn ich würde es ja doch schon gern irgendwie automatisieren. Of course.